Also mein Name ist Michel Pietsch, mein Künstlername ist Kren. Ich bin Graffiti-Künstler und male seit 1989, sprich seit 25 Jahren. Ich habe angefangen, da bin ich halt noch zur Schule gegangen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann habe ich ein bisschen studiert. Ich bin früher, dadurch, dass ich Deutsch-Franzose bin, sind wir viel nach Frankreich gefahren mit dem Zug. Und da sind wir auch ganz viel natürlich durchs Ruhrgebiet gefahren. Und das war ja so eine der Hochburgen damals im deutschen Graffiti. So habe ich aus dem Zug immer ganz viele Graffitis gesehen und bin dann irgendwann selber auf den Geschmack gekommen, das mal auszuprobieren. Ne? Pas vraiment un certain moment où tu te dis tiens bon on est artiste professionnel maintenant mais je crois que ça vient lentement. Le graffiti te fait vraiment voyager dans d'autres pays, dans d'autres lieux. Je suis souvent en France, j'essaye d'être au moins deux fois par an à Paris par exemple. Quand tu travailles dans l'art, tu peux faire partout quoi. Donc il ne faut pas forcément que je reste à Hanovre ou à Hambourg ou à Berlin. Et à Berlin, pour l'art, c'est une des meilleures places en Allemagne, je trouve. Les gens sont plus ouverts. La liberté d'expression que tu as à Berlin, tu ne la trouves pas ailleurs, quoi. Basierend tun die Bilder ja immer auf Buchstaben. Das ist immer der Grundstein für jedes Bild. So, da möchte ich auch gar nicht von abweichen. Buchstaben sind in unserer Kommunikation auch ein ganz wichtiger Baustein. Also die Basis unserer Kommunikation besteht ja eigentlich aus Buchstaben. Ich versuche den Leuten Buchstaben dann doch als Kunst dann doch auch näher zu bringen. Also ich sage immer gerne, Graffiti ist wie Leichtathletik. Ja? Du hast eine Sportart, du hast ganz viele verschiedene Disziplinen. Also dann hast du, wie du sagst, manche Leute malen halt nur Züge, dann manche machen nur Streetbombings und manche malen nur legal. Dann gibt es wieder Leute, die machen alles. Und ich finde mal, da muss sich jeder für sich persönlich raussuchen, was ihm gefällt. Das ist im Sport genauso. Und da sollte man, ist das eine auch nicht schlechter als das andere und das gehört halt alles zusammen. Es ist alles eine Kultur, eine Bewegung. Also wenn ich früher, ich sag mal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Graffiti sehen wollte, dann musste man selber losgehen und dann musste man selber die Bilder suchen. Zu der Zeit gab es dann halt auch noch gewisse Regeln, also ungeschriebene Regeln. Also, wenn man an eine Wand gekommen ist und da waren gute Bilder dran und du warst nicht der Meinung, du kannst ein besseres Bild malen, dann hast du da halt nicht drüber gemalt. Früher war es zum Beispiel auch so, du konntest an dem Style erkennen, wo die Leute hergekommen sind. Also Hamburg hatte einen ganz anderen Style als München zum Beispiel oder Berlin oder Paris. Also du konntest schon eigentlich grob einschätzen, aus welcher Ecke die Leute kamen. Was heute sehr verloren gegangen ist, dadurch, dass die Leute sich aus dem Internet von überall her ein bisschen was zusammenklauen. Also von dem einen hier ein Schnörkel, da die Farbe und dann es wird alles immer mehr, also sehr ähnlich. Und das ist halt aber auch die Kunstart, die Kinder und Jugendlichen am meisten interessiert momentan. Ganz wenige Kunst-Epochen, sage ich jetzt mal, die 30 Jahre geschafft haben. Und Graffiti hat es geschafft und Graffiti ist auch noch nicht am Ende.